Haben wir jemanden hier? Bestimmt. Bestimmt. Ich sagte bestimmt. Oder auch nicht. Vielleicht weiter oben? Schleichen wir mal trotzdem vorerst. Na, ist da jemand? Ich kann's nicht genau... Oh nein, eine Ratte! Okay, okay, wir sind safe. Wir sind vorerst safe. Ich habe uns gerettet. Ich habe uns gerettet. Ist noch alles drin. Wir sind noch im Game. Wir sind noch im Game. Na gut, dann... Das sieht hier schon nach Ausgang aus. Bam! Yeah! Dreifachen Schaden an der Ratte. Das hat sich gelohnt. Also ich glaube, die Treppe nach oben, die wir gerade eben gesehen haben, die führt uns zum Ausgang. Aber hier gibt es so viele schöne Gänge. Und wir könnten noch so schöne Sachen finden. Ich glaube auch bei meinem letzten Playthrough... Oh, da ist ja noch eine Ratte. Und oh, noch eine Truhe mit einem leichten Schloss. Hallo? Ah, geht doch. Bei meinem letzten Playthrough, also mit meinem Krieger damals, habe ich an dieser Stelle mit der dunklen Morgenröte... Quatsch, mit der mythischen Morgenröte, habe ich... Nein, kann gleich nochmal benutzen. Habe ich Baurus sprechen lassen und ich habe mich oben positioniert, so wie er es auch eigentlich wollte. Aber da ist er auch früher auf die losgegangen. Und jetzt habe ich eigentlich gehofft, dass sich das ändern würde und dass er jetzt da oben stehen bleiben würde und nicht wie ein Wahnsinniger wieder auf die losrennt. Aber wie es aussieht, habe ich mir umsonst Hoffnung gemacht. Oh Gott, so viele Gänge. Was geht ab? Ist da eine Krabbe? Tatsächlich. Waren sogar zwei Krabben. Meine Güte. So, dann wollen wir mal gucken. Keine Truhe. Hier ist nur ein Brett. Und ein paar Kisten. Oh, doch, 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 doch. Fast hätte ich das Ding übersehen. Gut versteckt, mein Freund. Gut versteckt. Oh Gott. Holy sweet bejesus. Das ist ja... Oh mein Gott. Was geht ab mit diesen Kanälen? Okay, gehen wir hier noch runter und dann da... Und dann biegen wir später ab. Richtung Ausgang. Dich sehe ich auch. Denn ich bezweifle, dass wir hier noch irgendwas großartig finden. Vor allem, weil es einfach nur die Kanäle sind. Ah ja, tatsächlich. Und damit hätten wir das auch schon. Südwesttunnel. Da geht's noch weiter. Ne. Ne, 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 ne. Ich hau ab. Nein! Ach, da unten. Und hier ist wieder eine Kampfmusik zu hören. Ich habe wahrscheinlich irgendwo eine kleine Ratte übersehen. Aber das ist mir derzeit auch egal. Oh nein, leichtes Schloss. Und dann casten wir noch das nach. Das stecken wir weg. Na gut, Südwesttunnel lassen wir einfach mal weg. Ich denke mir einfach mal, dass es da absolut nichts Besonderes geben wird. Und wenn, dann ein paar Münzen oder so. So, na gut. Voll heilen. Oh, ich würde gerne schon selbst meine Sachen reparieren können. Aber das wird wohl vorerst nichts. Und jetzt, nachdem wir alle vier Bände gesammelt haben, wird es Zeit, wieder zurück zur Magiergilde zu gehen, zurück zum Bücherwurm Tarmena und uns ihr Wissen einholen. Beziehungsweise sie wird die Bücher lesen
und die Schlüsse daraus ziehen, wo wir den geheimen Eingang finden können. Schönen Tag. So, da bin ich wieder. Ich habe alles dabei. Um den geheimen Schrein für Merunes Dagon zu finden, müsst ihr die 4 Bände der Erläuterungen von Mankar Kamuran lesen. Diese geheimnisvollen Kulte verstecken ziemlich häufig Botschaften in ihren heiligen Schriften. Das wissen wir bereits. Wenn potenzielle neue Mitglieder den Schrein finden, haben sie schon die erste Prüfung auf dem Weg zur Erleuchtung bestanden. Ihr habt meine Neugier mit diesem Rätsel geweckt. Ich werde ein wenig darüber nachdenken. Und wenn mir etwas einfällt, lasse ich es euch wissen. Kommt morgen noch einmal vorbei, wenn ich diese Angelegenheit überdacht habe. Geht klar. Ich lese weiter in den ersten 2 Bänden der Erläuterungen. Wer weiß, vielleicht finde ich ja vor euch etwas heraus. Ja, wir könnten jetzt theoretisch, nehme ich mal an, auch die Bücher selbst lesen. Aber, naja. Wir würden dann keinen schönen Questmarker bekommen und ich glaube, die Quest würde auch nicht weitergehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und ein Buch ist 8 Seiten lang, Teil 2 ist auch 8 Seiten lang, Teil 3 auch 8 Seiten lang. Ach, wisst ihr was? Es kam ja mal das Bedürfnis, dass ich die Bücher vielleicht langsam durchscrolle, also werde ich jetzt jede Buchseite so ungefähr eine Sekunde offen lassen. Und ja, wenn ihr Interesse habt, diese Bücher tatsächlich zu lesen, falls es auch Bücherwürmer unter euch gibt und ihr an Story intensivst interessiert seid und vielleicht selbst kombinieren möchtet, wo dieser Schrein der mythischen Morgenröte ist, dann steht euch frei, das Video auf jeder Seite zu pausieren und selbst die Bücher durchzulesen und etwas Sherlock Holmes zu spielen. Aber wir machen das jetzt nicht nur aus Zeitgründen, sondern auch, weil, naja, ich mir nicht sicher bin, ob die Quest dann auch tatsächlich weitergehen wird. Machen wir das jetzt so weiter. Ich warte die 24 Stunden, weil sie ja gemeint hat, dass wir am nächsten Tag vorbeikommen sollen. Obwohl, warten wir mal 12 Stunden. Nachrichtenbürger. Vielleicht reichen 12 Stunden auch schon. Einen Wunsch? Nein. Auch ihr. Gut, dann warten wir nochmal 13 Stunden. Dann haben wir nämlich garantiert über 12 Stunden, garantiert über 24 Stunden gewartet. Und dann ist es nicht nur morgen, sogar schon übermorgen. Und dann sollte sie garantiert neue Informationen für uns bereithalten. Hallo, Hochma. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. So, jetzt rück mal raus mit deinen Informationen. Ich habe die ersten beiden Bände bei meinen Freunden aufgetrieben und mich nochmal darin vertieft. Mankar Kamuran ist aber auch ein faszinierender Autor. Zweifellos verrückt, aber faszinierend. Ah, aber was noch wichtiger ist, ich glaube, dass die ersten Wörter in jedem Absatz wichtig sein könnten. Vielleicht ist eine Botschaft in ihnen verborgen. Ich werde weiter daran arbeiten. Kommt morgen wieder vorbei, wenn ihr wollt. Vielleicht fällt mir noch etwas anderes ein. Ja, Jesus, no. Was habt ihr für Neuigkeiten? Ich bin vor kurzem ein paar Schlammkrabben begegnet. Nicht alle auf einmal, verdammt. Na gut, dann nochmal einen Tag warten. Bla, ich sollte die Bücher genau studieren. Glaubt, dass mit dem ersten Wort jedes Absatzes eine Nachricht zusammengestellt werden kann. Na gut, ich denke, das könnte ganz lustig sein. Erstes Wort jedes Absatzes. Seid geneigter. Seid geneigter, tretet jede auf, tretet. Nein, das macht keinen Sinn. Mit dem ersten Wort jedes Absatzes eine Nachricht zusammengestellt werden kann. Nicht wirklich. Ich hoffe, einen wunderschönen Gut. Ach so, Quatsch. Seht euch vor. Ja. Und dann machen wir das gleiche wie gerade eben auch. Wir warten einmal 12 Stunden und einmal 13 Stunden. Und dann haben wir wieder garantiert einen Tag gewartet und sie sollte neue Informationen parat haben. Wie geht es euch heute?
Die Methode der Questlösung ist wahrscheinlich etwas billig und ich denke mal, es wird von einem auch erwartet, dass man in der Zwischenzeit irgendwelche anderen Quests erledigen geht. Aber wir möchten mit der Hauptstory weitermachen. Schönen Tag. So, was weißt du? Ich glaube, ich habe die verborgene Botschaft in Mangaka Morans Büchern entschlüsselt. Ach, wirklich? Habt ihr den dritten und vierten Band bei euch? Mhm. Hervorragend. Mal sehen. Ja, die ersten Buchstaben in jedem Absatz, nacheinander gelesen, ergeben eine Botschaft. Schreibt, grüner Kaiserweg, wo der Turm die Mittagssonne berührt. Kennt ihr den grünen Kaiserweg? Die Gärten um den Kaiserpalast. Dort muss am Mittag etwas zu sehen sein. Wie aufregend. Interessant. Ich hätte gute Lust, selbst zum grünen Kaiserweg zu gehen und mit eigenen Augen zu sehen, was es dort gibt. Gut jetzt, viel Glück. Ich hoffe, ihr findet das, wonach ihr sucht. Ja, dann komm doch mit, ich habe nichts dagegen. Aber wie es aussieht, hast du irgendwie doch keinen Bock mitzukommen. So, diesmal reisen wir aber schnell. Einfach so, weil ich's kann. Ja, in Nerim dann nicht mehr. Da bin ich schon gespannt darauf. So, aha. Oho, okay. Seht ihr das Symbol? Das ist das Symbol der mythischen Morgenröte. Okay, klar, jetzt kann man gerade noch nichts machen, weil es noch nicht mittags ist. Was hat man hier so? Ach, man kann von jeder Seite. Ach, man kann überall das Ding anklicken. Okay. Aber hier, mythische Morgenröte. Oh, wir sind ganz nah dran. Wie viel Uhr haben wir denn? 9 Uhr morgens. Wahrscheinlich meinte die 12 Uhr mit mittags. Dann warten wir mal. 2 Stunden. Warten wir mal 3 Stunden. Dann haben wir kurz vor 12. 3 Minuten vor 12. Shiny. Ich habe die Hinweise in den 4 Bänden von Mangaka Moran zu einem Grabstein auf dem grünen Kaiserweg verfolgt. Zur Mittagsstunde erschien auf dem Grabstein eine Karte von Cyrodiil. Die Position des Schreins der mythischen Morgenröte war darauf markiert. Ich muss zum Schrein gelangen und das Amulett der Könige finden. So, dieser Kreis hier. Interessant. Dass das sonst noch niemandem aufgefallen ist? Dass hier einfach mal so ein bisschen was vor sich hin leuchtet. Na gut, das war hier rechts oben irgendwo. Mitten in der Wildnis. Obwohl, das geht noch. Hier können wir wieder zu den Stallungen. Zu unserem Pferd. Aufsteigen. Und dann nach Norden reiten. Und dann kommen wir relativ leicht zum Schrein der mythischen Morgenröte. Hallo, Frau.